Moin Männers, kurzes Ding, Transfer-Update von VfB Lübeck. Gestern hatten sie ja ein Testspiel, das sage ich vorweg, gegen HSV. Haben 2-0 geführt gegen den HSV. War ein gutes Spiel, glaube ich, wenn ich das so gehört habe. 2-0 gegen einen Zweitligisten geführt. Ist schon echt ein gutes Erlebnis für den VfB, finde ich echt geil. Und fürs erste Testspiel, muss ich sagen, war das ganz ordentlich, muss ich sagen. VfB hat da gut mitgehen gehalten und ich finde das auch toll, dass das so ein schönes Spiel für viele Tore gesehen, ne? Also Hamburg war natürlich ein bisschen frischer von den Kräften natürlich noch schon her, ne? Aber Lübeck hat sich gut verkauft, muss ich sagen. Ich war ja nicht da. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr im Stadion wart. Würde mich mal interessieren. Und hier, es verlässt uns noch ein Torhüter. Philipp Klewin verlässt uns nach, geht von VfB Lübeck. Das wollte ich mal kurz bedeutigen. Der geht nach Hansa Rostock. Als neuer Nachfolger für Markus Kolke. Ich finde, ist kein schlechter Transfer, aber ich glaube, VfB muss sich noch einen Torwart holen. Einen dritten würde ich schon noch holen. Wenn einer, würde ich sagen, mal verletzt ist, dann von den beiden, ne? Einen würde ich trotzdem noch holen, ne? Werden wir dann sehen, ne? Ich weiß auch noch nicht, wie der Stand so hin und her ist, ne? Also, du musst erstmal eine Konstante. Mein Ziel ist für VfB dieses Jahr noch nicht den Aufstieg. Was sagt ihr? Wollt ihr, dass VfB schon gleich wieder hochgeht? Ich würde erstmal gucken, dass wir erstmal die Mannschaft gut, würde ich sagen, wir haben eine super Truppe auf dem Platz. Ein paar Junge jetzt auf dem Platz. Also können uns schon gut helfen, muss ich sagen. Ich finde es ja gut, dass Trink gut geblieben ist, ne? Ich finde das richtig gut. Ich finde, da wird Leon Sommer bleibt noch, ja. Das hat mich aber gewundert, irgendwie so ein bisschen, ne? Der wollte ja eigentlich auch weg. Der wollte irgendwie mit Velasco irgendwie spielen. Aber dann war es ja nicht so. Aber ich finde es gut, dass der nochmal eine Saison bleibt in der Winnerliga. Vielleicht tut ihn das ja nochmal gut und dann kann er ja irgendwann wieder in die dritte Liga, ne? VfB muss jetzt erstmal die Spieler halten, ne? Die werden alle noch richtig harte Angebote irgendwann wieder kriegen nächste Saison, ne? Ich finde auch den Cambretti auch einen guten Trainer da auf dem Platz. Ich glaube, der hat da schon echt eine Idee, denke ich mal. Eine Mischung von so, was er da macht. Und er hat auch auf ganz viel gesagt, er wird bestimmt auf die Jungen bauen. Und ich finde sowas ja auch richtig gut, dass wir hinten eine junge Verteidigung bald haben. Also mit Leon Sommer hast du noch so einen Jungen. Ne, mit so einem, ne, das ist immer ganz wichtig, dass die Jungs, glaube ich, sagen, ihre Einsatzminuten kriegen. Und ich finde es schade, dass Klevin jetzt gegangen ist, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Der will dritte Liga spielen und nicht vierte Liga. Ne? Das kann ich auch total nachvollziehen. Dafür ist er viel zu gut für die vierte Liga. Aber er war jetzt nicht, dass ich sagen kann, kein schlechter Mann, aber er hat uns bei manchen Spielen schon gut gerettet. Aber ich fand, wo der Stein noch da war von Union, der war da auch schon richtig gut, ne? Wo er den Klivin ersetzt hat mit seinen Maskendings, wo der Nasenbruch hatte. Wichtig ist, dass wir erstmal eine Konstante haben. Mir ist es wichtig, dass erstmal der VfB die ersten Punkte holt. Das ist mir immer ganz wichtig, dafür die Mannschaftsmoral und ja. Wenn ihr weitere Transfer-Updates wollt, könnt ihr mal reinschreiben. Vom VfB Lübeck, ich erzähle dann immer ein bisschen und ja. Geht auf die Kanäle von Fritz Meloni. Der bringt seine ganzen Kanäle auch hier. Football Manager mal. Dann bringt er auch nochmal Topspin auf seinen Kanal. Golf kommt auch wieder ab Dienstag und Mittwoch. Ich werde das aber so machen, dass ich dann mein Golf vielleicht. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht bringe ich das als Video. Ne? Die zwei Runden. Muss ich mal gucken. Ja. Geht dann mal auf Markus Gato. Der macht auch viel. Der macht, darf ich sagen, gerne Formel 1. Hat er auch ganz viel Spaß dran. Kostet aber auch viel Zeit, das mit dem Video schneiden. Ne? Das ist immer das Ding. Und ja. Geht auf Pierre Radatz. Geht auf den Kai. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt,
ne, dann vergisst es nicht, lasst ein Abo da, ein Like. Kostet euch nichts. Überhaupt gar nichts. Ne? In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns ab, vielleicht heute Nachmittag, wenn es heißt, den Dortmund-Projekt. In dem Sinne, tschüssi!